Schön, dass Sie heute aber da sind. Und vielleicht gehen Sie mal wieder Ostern raus, lecker essen bei Luigi oder Alfredo oder Gianni oder Pippi oder Peppo oder wie sie alle heißen, unsere lieben Freunde aus Italien. Und was ist das Große beim Italiener? Nicht nur, dass man mit akademischem Titel begrüßt wird, im Sinne von Hallo Dottore, schön, dass Sie wieder mal hier sind. Ja, ich habe reserviert in ein Fenster. Wir Fernsehleute dürfen im Fenster sitzen, damit man draußen sieht. Ah, guck mal, er ist wieder draußen. Ja, er ist ja wieder bei seinem Lieblingsitaliener. Aber, liebe Italiener, ich habe eine Frage an euch. Ihr habt eine tolle Speisekarte. Ja, warum, liebe Italiener, kommt ihr trotz gedruckter Speisekarte immer noch mit einer Tafel an den Tisch und zeige, was ihr außerhalb von der Karte noch alle haben? Denn wir haben ja schon die Speisekarte. Und immer ist es bei jedem Italiener, wir haben außerhalb von der Karte frische Stupekuchen. Niemand isst in Deutschland Stupekuchen. Nur bei Italienern entweder Dorade, gerade frische von der Marke, oder Stupekuchen. Und wir haben uns gedacht, Sie haben die Themen gehört, Angela Merkel, Teilchenbeschleuniger. Wir haben noch Themen außerhalb von dem, was ich vorne gemacht habe, können Sie Ihnen mal machen. Zum Beispiel gestern Abend Superquote für Scientology-Film. Wenn Sie wollen, kann ich ein paar Witze drüber machen, hier in Sendung. Oder, gutes Thema, was wir häufig haben, schokoladige Herzinfarkt. Vielleicht ein kleiner Teller für ein paar, mit den Themen verteilt, geht es durch. Dann haben wir das Thema Jens Lehmann beendet Karriere. Viele gute Witze wirklich, auch noch über alte Witze. Oli Kahn kann ich bringen an den Tisch, wenn Sie wollen. Ja. Dann Frankreich. Risse in Brustimplantate festgestellt worden. Das ist eine tolle Sache. Wenn Sie dieses Thema haben wollen, habe ich ungefähr 50.000 alte Titte-Witze noch auf der Seite 1. Ja, gar nicht bringen, an diese Marke einfach probieren. Verstehen Sie? Das ist ein neuer Service. Sie brauchen nicht nur Themen, was ich vorne habe, sondern habe ich noch Themen auf der Tafel, was ich nicht habe auf die Karte. Vielleicht erst einmal Wasser für alle. Und immer die Frage, mit der Gase oder ohne Gase? Bring Sprudel!